Ich begrüße Sie sehr herzlich in der Michelfelder Kirche zum Familiengottesdienst. Es ist schon ein besonderer Familiengottesdienst heute, weil eine Familie aus unserer WhatsApp-Gruppe der Kirchengemeinde war mutig und hat eine Frage gestellt. Und die Frage heißt: Kann man im Himmel miteinander reden? Und als Familiengottesdienstteam sind wir der Frage nachgegangen und haben diesen Gottesdienst gestaltet. Und was wir heute miteinander machen ist, dass wir durch Schlüsselloch miteinander spiegeln. Durch Schlüsselloch in den Himmel. Ich bin gespannt, was wir entdecken. Was mir aber jetzt am Anfang des Gottesdienstes wichtig ist: Gott ist nicht nur im Himmel, er ist jetzt auch hier. Hier bei uns, wenn wir Gottesdienst feiern. Hier in der Kirche und zu Hause bei euch am Bildschirm. Gott ist da. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wer die richtigen Augen hat, der sieht Berge und Hügel tanzen. Wir hören ein Lied. Gott, du wirst auch morgen noch da sein, übermorgen und überübermorgen und für immer. Das können wir uns kaum vorstellen. Gott, du bist hier, jetzt bei uns. Das ist schön. Wir feiern Gottesdienst mit dir. Du bist bei uns hier in der Kirche. Du bist zu Hause an den Bildschirmen. Schenk uns Gemeinschaft, lass uns dich spüren und schenk uns Freude an dir. Amen.
bin ich aber neugierig. Was passiert eigentlich, wenn man durch ein Schlüsselloch guckt? Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Kommt mal mit. Ich habe da ein ganz großes Schlüsselloch gefunden. Aha, schaut mal selber. Was seht ihr? Oh, da ist hell. Ja, und ich kann euch verraten, draußen ist auch noch grün und ein bisschen grau. Was das wohl sein kann, grün und grau, wenn man durchs Schlüsselloch guckt. Also ich glaube, da hat es Gras da draußen. Und das Grau könnte eine Mauer sein, ein Haus, vielleicht auch ein Weg. Keine Ahnung. Grün und grau. Naja, das ist komisch. Wenn man durch ein Schlüsselloch sieht, dann sieht man nur ganz wenig. Aber draußen ist ja ganz viel von dem. Da kann man das besser erkennen. Wenn wir jetzt heute miteinander durch die Schlüssellöcher gucken, in den Himmel, dann tun wir das, indem wir auf biblische Texte hören, die Gott uns gegeben hat. Schaut mal. Hier in der Bibel, da gibt es Texte, wo was drinsteht vom Himmel, als ob wir durch Schlüsselloch spiegeln. Und das habe ich euch heute mitgebracht. Die habe ich hier drüben. Vier Schlüssellöcher habe ich euch heute mitgebracht. Jetzt schaut mal, was kann man denn sehen beim ersten Schlüsselloch? Oh, da weint jemand. Nein, ist das wahr? Im Himmel weint jemand. Nein. Ach, jetzt bin ich aber froh, das Mädchen, das weint, ist gar nicht allein. Der sitzt bei jemand auf dem Schoß und wird getröstet. Oh, wie gut. Und wisst ihr, so sagt Gott zu uns, im Himmel werdet ihr bei mir auf dem Schoß sitzen und ich trockne eure Tränen. Ich tröste euch. Oh, ich spüre richtig, wie gut es tut, wenn Gott uns tröstet. Da muss ich dann immer weinen. Das war doch jetzt interessant, der erste Blick durchs Schlüsselloch. Aber ich habe noch mehr Blicke durchs Schlüsselloch. Schaut mal. Was seht ihr? Gelb und golden. Wie schön. Oh, ich sehe Dächer und Fenster. Das müssen Häuser sein. Weil vorne ist ein Haus und noch weiter vorne und hinten, ja, das ist ja ein Dorf oder eine Stadt. Ja, die goldene Stadt im Himmel. Gott sagt, der Himmel ist eine goldene Stadt. Da ist alles hell und schön. Da ist alles friedlich und heil. Nichts ist dunkel und man muss keine Angst haben. Man hat gar keine Probleme und es lastet gar nichts auf einem. Alle sind fröhlich und jubeln und nichts ist kaputt und beschädigt. Alles ist heil in der goldenen Stadt. Oh, da würde ich gern wohnen, in der goldenen Stadt. Jetzt kommt das dritte Schlüsselloch. Zum Glück gibt es noch mehr Blicke in den Himmel. Seht ihr das? Hat das ja ein Engel und der singt. Oi, oi, oi. Ja, ja, die Engel, die singen für Gott. Das war doch bei den Feldern von Bethlehem auch so. Die singen, aber der ist allein. Aber ich zeige euch mal ein bisschen mehr vom Himmel.
Da hat's noch mehr Engel und viel Musik und viele Menschen, die schon dort sind. Und alle singen miteinander in einem großen Chor und jubeln für Gott und singen sein Lob. Wow, das muss schön klingen dort, in diesem Himmel. Das würde ich gern hören. Bestimmt so schön wie das schönste Konzert hier auf der Erde. Oh, und ich würde sogar gerne mitsingen dort. Na, da freue ich mich drauf. Im Himmel werden wir singen für Gott. Jetzt habe ich noch ein letztes. Schaut mal. Und das letzte ist mir fast das Wichtigste. Was sehen wir denn noch vom Himmel? Oho, ein Weinglas, eine Weinflasche, Trauben, ein Teller mit vielleicht Brot oder Kuchen, ein Messer dabei. Ist es wohl eine Pfeffermühle da hinten? Oh, im Himmel, da gibt's zu essen, leckeres Essen, Festessen. Schaut euch das mal an. Im Himmel, da wird gefeiert mit Essen und Trinken, mit Musikanten, mit Girlanden und bei schönem Wetter im Freien. Was so ein schönes Fest. Wisst ihr, heute habe ich ein paar Gäste eingeladen, die erzählen uns jetzt was, wie die Feste feiern. Und die frage ich dann mal, wie das ist bei dem Fest. Mal sehen. Könnt ihr mal kommen, dass ich euch was fragen kann? Toll, dass ihr extra gekommen seid. Ja, gerne, gell? Sag mal, was wird es denn bei eurem Fest zu essen geben? Halbes Hähnchen. Halbes Hähnchen, okay. Isst du das auch gern? Was würdest denn du gern haben beim Fest? Pommes und Currywurst. Pommes und Currywurst? Was denken denn die anderen essen? Sie sollen auch Pommes und Currywurst essen. Und Hähnchen. Und wir machen ganz viele. Hähnchen ist schon was Leckeres. Ach, es gibt nicht bloß eins. Oh, nee. Oh, es gibt viele. Die Gäste wollen ja auch was essen. Es gibt auch Gäste. Ah ja, wen würden wir denn einladen? Freunde, alle, wo wir heute mögen. Ja. Alle, wo ihr mögt. Genau. Der Gesangverein, ich singe da noch ein bisschen. Aha. Für die Haltung. Großes Fest ist ja das. Naja, es soll ein Fest im Garten werden, gell? Heieiei, und wie wär's denn da? Sitzt der Boden oder wie wäre denn das ausgestattet? Da wären Stühle und ein Tisch und wenn es regnet, ein Zelt aufgebaut. Den Bierbänke gibt's doch auch, oder? Okay. Und Tisch, ne? Super, und woran merkt man, dass das jetzt ein Fest ist? Ganz schöne Tischtücher auch, gell? Oh, Tischtücher. Ja. Und Blumen. Ja. Ah. Und hängen wir Lampions auf oder Lichterketten. Und Kerzen. Und Kerzen natürlich. Also schön dekoriert. Ja, ja, super. Sag mal, könnt ihr euch vorstellen, dass man bei diesem schönen Fest so da sitzt? Nö. Und nichts miteinander schwätzt? Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, da muss es lustig zugehen. Höchstens, wenn es nur Wasser gibt, aber auch selbst dann ist es schwierig. Ah, das wäre mal zu verhindern ein bisschen. Ja, genau. Also gut. Also sogar bei Ihnen beim Fest geht es nicht so stumm zu. Und im himmlischen Fest geht es garantiert auch nicht stumm zu. Und wisst ihr, warum ich mir da so sicher bin? Weil Gott, der spricht mit mir und ich spreche mit ihm. Dann kann ich doch auch mit der anderen sprechen. Und ein Fest ohne Sprechen wäre einfach nichts. Und deshalb kann ich euch sagen, im Himmel gibt es eine fröhliche Unterhaltung. Viel Lachen, viel Humor und viel miteinander feiern. Das wird keine stumme Angelegenheit sein. Ich bin eigentlich ein bisschen sogar gespannt, weil mit manchen Leuten täte ich gern was schwätzen. Was ich hier auf der Erde nicht geschwätzt habe. Oder vielleicht was ich gar nicht mit denen schwätzen konnte, weil die jetzt hier gar nicht gelebt haben zu meiner Zeit. Oder ich täte gern auch Gott was fragen. Was ich hier nicht verstehe
oder warum das so und so war. Ich glaube, dass das ein tolles Fest wird mit vielen guten Gesprächen. Ich freue mich drauf. Bis dann. Amen. Singen wir vom Himmel. Er tröstet mich. Fest im Himmel singen wir: Ich feier mit. Ich feier mit. Ich feier mit. Ich feier mit. Er ist so gut zu mir. Wir beten. Gott, du bist ein großer Gott. Wir staunen über dich. Gott, du bist im Himmel, in deiner ewigen Welt. Du kennst alle Engel. Du kennst alle Menschen, die schon gelebt haben. Du kennst alle Menschen, die noch kommen werden. Bist du großartig, Gott? Vater im Himmel, wir denken jetzt an die Menschen aus unserer Familie, die gestorben sind und schon bei dir sind. Wir zünden für sie eine Kerze an. Bei dir sind sie geborgen. Die Kerze ist rausgerutscht. Wir bitten dich für uns, hilf uns gut zusammenzuleben in unseren Familien. In unserer Kirchengemeinde. In Michelfeld und seinen Dörfern. In der ganzen Welt.
Wir beten miteinander, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind fast am Ende dieses Gottesdienstes angekommen. Ich danke allen Familien vom Familiengottesdienstteam, dass sie diesen Gottesdienst so mitgestaltet haben. Ich danke für die Bilder aus dem Himmel und ich danke der mutigen Familie, die die Frage an uns gestellt hat, kann man im Himmel miteinander reden? Und jetzt mag ich Sie noch einladen zum nächsten Familiengottesdienst. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag lade ich Sie ein als Familien hier in die Kirche. Nicht zu einer bestimmten Zeit, sondern wann Sie wollen, kommen Sie herein und folgen dem roten Faden in der Kirche von Station zu Station und Sie feiern als Familie Ihren Familiengottesdienst. Lassen Sie sich überraschen. Pfingstsonntag und Pfingstmontag, Familiengottesdienst am roten Faden. Und nun singen wir miteinander noch ein Segenslied. Schale formen mit den Händen, um den Segen Gottes aufzufangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich. Er gebe dir Frieden. Amen.